Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode von unseren EAFC News. Und das heute ist tatsächlich schon die 23. News-Folge. Also ganz viel Spaß damit. So, und wir starten direkt mal rein mit der Preseason. Hier ganz kurz zusammengefasst, welche Packs kann man sich gerade in FIFA 23 für EAFC 24 erspielen. Man kann ein 82x10 Pack bekommen. Und das ist wirklich extrem geil für den Start von EAFC. Dann kann man ein 5x83 Plus Pack bekommen. Was auch extrem gut ist, 3x84 plus und dann ein Premier League Pack, ein La Liga Pack, ein Ligue 1 Pack, ein Serie A Pack und ein Bundesliga Pack und des Weiteren gibt es natürlich noch Coins Boosts. Und weil mich auch einige Leute gefragt haben, wann man denn die Rewards dann genau bekommt, hier unten steht's, alle Boni des nächsten Jahres sind untauschbar und werden bis zum 12. Oktober vergeben. Das heißt, bis zum 12. Oktober bekommt ihr dann die Preseason Rewards. Das Ganze verzögert sich dann oft ein bisschen, also es ist oft so, dass man die wirklich erst am 12. Oktober bekommt, also ein bis zwei bis drei Wochen nach dem Start von EAFC, aber auf jeden Fall bekommt man sie bis zu diesem Zeitpunkt und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sie auch bis zum 12. November abholen, aber ich denke mal, jeder, der EAFC spielt, wird bis zum 12. November sich irgendwann mal eingeloggt haben. Ihr findet diese ganzen Preseason-Sachen übrigens natürlich bei den Zielen und bei den SBCs. Einerseits hier bei den Zielen seht ihr auch schon Preseason-Cup, Tagesanmeldungsziel und ihr müsst dann einfach immer schauen, ob oben bei der Beschreibung, also unter Tagesanmeldungsziel ganz oben beim Titel sozusagen, ob da drunter irgendwas mit EAFC steht, weil wenn nicht mit EAFC steht, dann bekommt ihr die Rewards halt auch nicht für EAFC. Also es muss immer irgendwie dort klar stehen, okay, du bekommst das Pack eben für EAFC am Ende des Tages. Also hier zum Beispiel bei dem Preseason Cup bekommt man nichts für EAFC, aber hier bei Join the Club bekommt man eben diese Packs für die einzelnen Ligen. Das heißt, da oben steht dann, hole dir das Join the Club Pack in Ultimate Team des nächsten Jahres eben ab. Und deswegen heißt das, okay, du bekommst ein 3 seltenes Goldspieler-Pack aus der Premier League. Was musst du machen? Du musst in Squad Battles Partien treffen oder in Rivals oder in Foot Champions mit 7 Premier League Spielern in der Startelf. Das Ganze ist nicht sonderlich schwer umzusetzen, aber man muss es halt machen und bekommt dann von jeder Liga hier ein Untradable Pack mit jeweils 3 seltenen Goldspielern. Dann auch hier das neue Ära Pack in Ultimate Team. Da bekommt man eben ein 2 seltenes Goldspieler-Pack und ein Leih Basis Hero Pack, was jetzt auch nicht so schlecht ist und eben einen Münzboost anscheinend. Das ist da oben ein bisschen abgeschnitten, aber einen Münzboost sollte man dann auch noch bekommen, wenn man hier eben alles abschließt. Hier sind übrigens die ganzen Sachen auch nochmal aufgelistet, für alle, die jetzt eben da nicht ganz den Überblick haben. Ihr bekommt jetzt in Woche 1 diese Sachen hier, okay? Das sind die Sachen, die ihr bekommt. Ihr bekommt also auch diesen Coins Boost, das ist eben hier mit dabei gewesen, falls ihr das jetzt nicht lesen konntet, also weil die haben das sehr schlecht dargestellt. Hier auf jeden Fall bei Neue Ära steht am Ende ein Basis Hero Leih Pack und ein Münz und da heißt es eben ein Münzboost, da bekommt man 5000 Münzen insgesamt, also 5x1000 pro Spiel und das ist nicht schlecht, also 5000 Münzen am Start, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, deswegen macht hier unbedingt diese kleinen SBCs. Das sind nämlich die hier, Freunde, schließe die Herausforderung ab, um den Gruppenbonus Neue Ära zu bekommen und auch das müsst ihr einfach nur bauen, ist nicht teuer, ist nicht irgendwie, ja, besonders special, ihr seht es hier, das Ganze kostet gar nichts, also da musst du einfach nur Bronze-Team abgeben, kannst auch einfach so machen, hier mit dem Assistenten, zack, 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 ab. Und hier hast du dann eben Bronze-Team, zack, gibst es ab und das musst du eben dreimal machen an 3 verschiedenen Tagen und dann bekommst du hier eben auch diesen Coins-Bonus, der vor allem sehr, sehr wichtig ist am Anfang von EAFC. Und dann geht es eben in Woche 2 weiter mit einem 82 Plus Pack mal 10, das heißt, du bekommst 10 82 Plus Spieler, alle untradable, aber da kannst du wirklich was Gutes ziehen und du kannst vor allem Spieler für SBCs bekommen, also das ist wirklich sehr, sehr gut, definitiv dann machen, das wird ein Objective sein, also irgendeine Aufgabe, die ihr abschließen müsst auch und dann in Woche 2 kommen noch SBCs, da kriegst du ein 2 seltenes Goldspieler-Pack, wieder ein Base-Hero-Spieler, einen Base-Hero-Spieler und wieder einen Coins-Boost, das heißt, du bekommst insgesamt schon mal 10.000 Münzen über die Preseason und in Woche 3 gibt es dann noch, was sehr, sehr geil ist, ein 5x83-Plus-Pack und ein 3x84-Plus-Pack, also auch das wirklich gute Packs, ich finde es gut, dass sie das auf jeden Fall verbessert haben, in den letzten Jahren war die
Preseason nicht so stark, aber dieses Jahr ist sie richtig gut und da können wir uns auf jeden Fall schon richtig drauf freuen. Also macht das Ganze, denn dann habt ihr einen Bonus am Anfang von EAFC. So, dann geht's ganz kurz weiter nochmal mit dem Thema Web-App, weil viele das eben fragen. Hier habe ich eine Prediction am Start. Ob die wirklich stimmt, können wir am Ende des Tages nie zu 100% wissen. Am 20. September könnte die Web-App kommen. Ich habe es euch schon oft gesagt, wenn wir hier in den Kalender eben reinschauen, sehen wir, okay, am Freitag kommt die Ultimate Edition. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Web-App halt 1 bis 2 Tage, meistens ja sogar noch länger vorher, rauskommt. Das heißt, so 19., 20., das sind wahrscheinliche Daten. In der Woche ab dem 18. wird es auf jeden Fall erst passieren. Davor wird die Web-App sehr wahrscheinlich nicht kommen. Ich würde auch auf den 20. tippen. Wenn es gut läuft, wird sogar der 19. September werden. Kleiner Tipp an der Stelle, schaut auf jeden Fall, dass ihr euch einloggen könnt in die Web-App. Versucht euch jetzt schon mal in die FIFA 23 Web-App einzuloggen und speichert die Daten unbedingt in eurem Browser, einfach eure Zugangsdaten, weil sonst habt ihr das Problem, dass ihr am Anfang von EAFC dann nicht in die Web-App könnt und das ist ziemlich blöd. Also versucht bitte euch mal einzuloggen und schaut, dass ihr das alles schon mal ready macht. Und auch ganz wichtig, Freunde, ich habe es euch im Discord auch gepostet, für den Web-App-Start ist es wichtig, dass ihr euch diese Backup-Codes ready macht, denn mit diesen Backup-Codes könnt ihr am Anfang euch schneller einloggen. Es ist ja so, wenn man sich in die Web-App am Anfang einloggen will, dann bekommt man eine E-Mail erstmal geschickt, wo man einen Code bekommt. Also einfach zur Verifizierung kriegt man an die Mail so einen Sicherheitscode. Und diese Codes kommen am Anfang nicht an, also die kriegt ihr einfach nicht per Mail, weil die EA-Server komplett überlastet sind, weil jeder gleichzeitig diese Codes anfordert. Und deswegen holt euch diese Backup-Codes hier im Konto. Hier ist eben genau erklärt, wie es geht. Also macht das einfach genauso und speichert die. Macht einfach ein Foto mit dem Handy und dann könnt ihr einfach diese Codes eingeben und müsst nicht darauf warten, dass ihr diesen Code am Anfang per Mail bekommt. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Dann, Freunde, sehr, sehr heftig. Mason Greenwood wird zurückkommen in EAFC. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Dass der jetzt eben auch gewechselt ist, ist halt schon sehr, sehr heftig, dass überhaupt ein Verein so einen Spieler noch nimmt, ist, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Er ist halt wirklich ein guter Fußballer, das muss man sagen, aber das, was der natürlich gemacht hat oder sehr wahrscheinlich gemacht hat, ich habe das Ganze jetzt nur so semi verfolgt, ist natürlich absolut nicht tragbar und ich wollte euch einfach nur kurz Bescheid geben. So, Greenwood ist wieder in EAFC drinnen, spielt bei Getafe, hat ja eine Leihe jetzt eben dort eben unterschrieben und der wird wieder mit dabei sein. Dann haben wir hier einen wirklich göttlichen Leak, ihr seht es. Kvaratskhelia mit einfach einem 86er Rating und wirklich guten Stats, aber auch nicht überragenden Stats. Der wird halt mit Special Cards vor allem extrem krass werden. Ich hoffe, dass er wieder gut performt, weil die Werte sind schon echt gut. Alle wichtigen Sachen sind halt über 80. Das ist sehr, sehr stark. Dribbling 87 und ihr seht halt den Vergleich. Das ist wirklich, das ist Himmel und Hölle. Das ist unfassbar, wie es da auf jeden Fall nach oben ging bei ihm und da können wir uns sehr drauf freuen. Wie gesagt, mit Special Cards wird der ein absolutes Monster werden. Auch Kolo Muani wird sicherlich ein super Spieler werden. Vor allem am Anfang wird er, glaube ich, super teuer werden. 78 Schießen hätte ich sogar ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein, aber 91 Pace hat der Mann jetzt einfach, 86 Dribbling ist auch extrem gut für so einen großen Spieler, das heißt die Beweglichkeit von dem ist sehr wahrscheinlich auch gar nicht mal so gering, also ich denke auch Kolo Muani mit Special Cards wird er im Laufe von FIFA richtig, richtig geil werden und mit Franzose, PSG und Ligue 1 kann man ihn auch allgemein sehr, sehr gut linken. Dann wurde auch noch Rashford geleakt und bitte, wie abnormal cool sieht der Mann denn bitte aus. Der hat einfach ein 85er Rating jetzt dann und ist tatsächlich wieder Stürmer als normale Position und hat 90 Tempo, 86 Schießen. Freunde, was wird das für ein Stürmer? Ein absoluter Baba, overpowered, der Stürmer für den Start, das kann ich euch versichern. Wenn der auch wieder 5 Sterne Skills bekommt, Freunde, das ist kompletter Abriss. Auch die Al-Nassr Ratings sind mittlerweile geleakt worden. Ihr seht es hier, Ronaldo mit einer 86, Mané mit einer 86, Laporte 85, Brozovic 83, Fofana 82 und da geht es dann schon deutlich runter. Ospina mit einer 80, Alex Telles mit einer 79, Konan, Otavio, Talisca. Talisca natürlich trotzdem echt ein fresher Spieler, weil er halt 5 Sterne Skills sehr wahrscheinlich wieder haben wird. Also ja, weil viele eben auch gefragt haben und ich mich selber auch gefragt habe, hey, wie werden die Ratings aussehen? Das sind sie vorläufig. Mal schauen, ob noch da der ein oder andere Spieler hinwechselt. Die haben ja das Transferfenster deutlich länger als die anderen Ligen. Also mal schauen,
was da noch passiert. Und ihr habt ja mitbekommen, es wurden jetzt schon alle Top 50 Ratings auch geleakt. Ihr seht es hier eben, das sind die besten Spieler. Und darüber hinaus wurden jetzt auch noch die ganzen Mannschaften geleakt, also drei Top-Mannschaften. Wir sehen hier mal Manchester United eben mit den Spielern. Ich gehe das einfach mal schnell durch mit euch. Onana beispielsweise mit einer 85 Varane sieht auch immer noch sehr stark aus. Martinez, Sancho mit einem dicken Downgrade, Mount mit einem Downgrade, Shaw mit einer 83, Antonio. Dann Martial könnte für den Start, denke ich, auch ganz geil werden. Wan-Bissaka auch für den Start interessant. Heulund für den Start sehr gut, weil er halt gute Physis auch hat, solides Tempo. Also das sieht schon gar nicht mal so verkehrt aus. Dann können wir hier noch weiter schauen zu Barcelona. Dort haben wir auch eben die anderen Ratings, also die wissen wir ja schon, die Top-Ratings, aber wir sehen hier Koundé zum Beispiel sehr krass. Der wird wahnsinnig gut sein mit Araujo dann hier in der Innenverteidigung. Das wird absolut geisteskrank. Rafinha haben wir am Start, der sieht sehr ähnlich aus wie letztes Jahr. Gavi hat eine 83 bekommen, Christensen, Ferran Torres. Und unten am Balde hat ein Wahnsinns-Upgrade auch bekommen. Ansu Fati hat tatsächlich ein Downgrade bekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Aber auch der könnte für den Start sehr, sehr lässig sein. Und dann haben wir noch Real Madrid bekommen. Übrigens, witziger Fun-Fact, Bellingham hat eine 86, aber hat keinen einzigen Wert über 86. Der höchste Wert ist 85, also das ist schon irgendwie krass, aber mit Upgrades und mit Special Cards wird der auch sicherlich sehr, sehr gut werden. Wir haben Kroos auf einer 86, Rüdiger 85 nur noch, Alaba 85, dann Rodrigo mit einer 85 und das ist schon wirklich geil, weil der halt Top-Stats auch einfach hat und hoffentlich auch gute Skills. Tchouaméni mit einer 84, Mondi leichtes Downgrade auf eine 82, aber auch der wird immer noch unfassbar werden, wenn der 5 Sterne Skills wieder hat. Camavinga und Arda Güler, auch der mit einer 77, gar nicht so schlecht, aber natürlich die Werte sind nicht wirklich spielbar, außer der bekommt auch wirklich viele Special Cards. So, dann Freunde, wollte ich einfach mal in die Runde reinfragen, ob ihr Bock habt auf Starter-Videos. Das heißt eben, der perfekte Start in EAFC, wie müsst ihr am Anfang traden und wie müsst ihr am Anfang einfach vorgehen, damit ihr halt richtig viele Münzen macht, also tendenziell halt eben das Maximum rausholt und auch vor allem, welche Fehler dürft ihr nicht machen am Anfang von EAFC, weil es gibt einige Dinge, die man eben beachten muss, welche Spieler sollte man vor allem auch kaufen, welche sollte man verkaufen, wenn man sie in Packs zieht oder eben lieber behalten, also das sind ja immer die Fragen am Anfang und da würde ich euch einfach ein bisschen was mitgeben, falls ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir gern mal in die Kommentare rein. Und wie gesagt, Freunde, wir wissen noch nicht ganz, welche Spieler jetzt wirklich noch in die Saudi League wechseln, aber das hier könnte mal so ein vorläufiges Once to Watch werden und es ist wahrscheinlich wirklich das beste Once to Watch, was wir jemals bekommen haben und vielleicht auch bekommen werden, weil sowas gab es wirklich noch nie. Messi, Neymar, Kane, Bellingham, Rice, Madison, Benzema, Dembele, Kante, Kolo Muani, ja jetzt auch eben Once to Watch, weil er zu PSG gegangen ist, Nkunku, Cancelo, Joao Felix ist ja jetzt auch zu Barcelona gegangen, Szoboszlai, McAllister, Guardiola einfach, hat man schon voll vergessen, aber auch der ist Once to Watch natürlich, weil er jetzt bei Man City ist, Caicedo und Freunde, hier gibt es noch weitere, Diaby, Gündogan, Havertz, Neves, Nunes, Tonali, Mount, Diaby, Mahrez, Doku, Fati, Pau Torres und Gravenberg ist ja auch zu Liverpool gegangen. Freunde, das sind unfassbare Spieler. Ich kann euch sagen, ich freue mich extrem und ich denke auch, dass am Anfang von EAFC da einige Leute Packs ziehen wollen. Deswegen, wenn ihr da diese FIFA Points Turniere auf der PlayStation noch spielen wollt oder könnt, würde ich es euch empfehlen, weil ja, das könnte schon Gold wert sein, wenn ihr da irgendwie am Anfang so einen Spieler zieht. Dann eine kleine Info, es ist ein neues Stadion mit dabei und zwar das von den VfL Frauen, das heißt Strong Her eben, das Stadion und ja, so sieht das Ganze aus, das ist in EAFC vertreten und damit haben wir ein weiteres Stadion, was im neuen FIFA-Teil dann mit dabei ist. Gut, und jetzt zum Abschluss noch eine Info für alle, die im Trading-Discord drinnen sind oder noch reinkommen werden. Es ist nämlich so, dass wir für alle Premium-Mitglieder Topper-Team-Predictions geplant haben. Das heißt, ihr bekommt jede Woche Topper-Team-Predictions und dazu auch passende Investments. Es gibt ja jede Woche eben verschiedene Topper-Team, da wird wieder eine SBC kommen und da kann man wirklich super einfach immer sehr, sehr sichere Coins machen. Und hier wird es von uns immer eine Prediction geben, das heißt eben, wir werden euch sagen,
sagen, hey, das könnten die Top-Partien sein. Wenn es natürlich geleakte Top-Partien schon gibt, umso besser, dann werden wir die euch auch mitgeben. Und das ist eben für alle Premium-Mitglieder am Start. Und auch wenn man da zum Beispiel nur 2 von 4 trifft oder 3 von 4 richtig sind, macht man in Summe immer Gewinn, weil wenn du in einen Verein früh genug investierst oder in eine Top-Partie früh genug investierst, investierst du immer am Abschlusspreis. Das heißt, du investierst vor allem in Non-Rare-Karten von zum Beispiel Borussia Dortmund. Wenn die Partie kommt, steigen die Non-Rare-Karten extrem, weil die SBCs eben dann, die Anforderungen dann eben da sind. Und wenn sie nicht kommen, dann kannst du keinen Verlust machen, weil du sie eh so günstig eingekauft hast. Des Weiteren ist es oft so, dass man da sehr gerne im Hype verkauft. Das heißt, du kaufst zum Beispiel diese Top-Partie, sagen wir Barcelona gegen Real, kaufst du schon eine Woche vorher ein und verkaufst dann einfach ein paar Stunden, bevor die Top-Partie kommen würde, weil dann sind die Spieler schon gestiegen, weil so viele Leute eben rein investieren. Das ist richtig krass. Da kannst du zum Beispiel eine Non-Rare-Karte von Barca, nimmst du den mit für 400 Coins, verkaufst die eine Woche später für 700 Coins, machst das eben in der Masse, holst dir ganz viele Karten, machst da immer deinen sicheren Profit und es ist egal, ob die Top-Partie überhaupt gekommen ist oder nicht, weil du eben für 700 Coins kurz bevor die SBC kommt, verkaufst, weil dann ist es dir komplett egal, ob die Barcelona-Spieler gebraucht werden oder eben nicht. Also sowas wird es im Trading-Discord für die Premium-Mitglieder ab dieser Saison eben geben. Darüber hinaus kann man sich natürlich auch immer überlegen bei so Top-Partien-Investments, ob man dann selber die SBCs macht, weil teilweise gibt es da ganz gute Packs. Hier gibt es jetzt tatsächlich ein 25k-Pack, was echt nicht schlecht ist, plus dann eben noch ein Jumbo-Gold-Pack, Goldspieler-Pack, Prime-Electrum-Spieler-Pack und ein Jumbo-Premium-Gold-Pack. Also das kann man dann immer sich selber überlegen, will man die Sachen verkaufen oder will man die SBCs teilweise sogar selber machen, weil die Packs sind hier natürlich tradable und alles, was du hier ziehst, kann auch sehr, sehr gewinnbringend sein, wenn du vor allem sehr, sehr günstig eingekauft hast. Gut, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen EAFC News Video. Falls es dir gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr unterstützen und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Eine kleine Info noch für alle, die sich EAFC noch nicht vorbestellt haben, macht das mit so PSN-Karten. Der Link dazu ist immer in der Beschreibung. Ihr könnt es jederzeit nutzen. Das Angebot ist, wie gesagt, immer unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr spart euch da 10 Euro. Das heißt, ihr kauft euch hier eine PSN-Karte einfach und ihr zahlt dann am Ende mit der PSN-Karte im PlayStation Store. So, und da könnt ihr euch dann dadurch einfach 10 Euro sparen. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.